deine Gesundheit erhalten willst, dann solltest du mehr Sport treiben. Das ist ein typisches Beispiel für eine Klugheitsregel, die uns sagt, was wir tun sollten, falls wir etwas Bestimmtes wollen. Wir nennen sie auch hypothetische Imperative. Moralische Regeln sind von ganz anderer Art. Die sagen uns nicht nur, was wir tun sollen, falls wir etwas wollen, sondern sie sagen uns, was wir unbedingt tun sollen. Zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Das gilt uns nicht nur, falls wir uns die Sympathie desjenigen erhalten wollen, den wir zu bestehlen im Begriff sind. Oder falls wir nicht ins Gefängnis wollen, sondern es gilt uns unbedingt. Und man nennt das kategorische Imperative oder kategorisches Sollen. Moralische Urteile haben noch zwei weitere wesentliche Merkmale. Sie haben es immer zu tun damit, dass wir inhaltlich aufgefordert werden, Rücksicht zu nehmen auf unsere Mitmenschen. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass wenn der eine etwas tun soll, jeder andere, ceteris paribus, dasselbe zu tun hat. Das nennt man Universalisierbarkeit. Das, worum ich mich heute hauptsächlich drehe, ist das kategorische Sollen. Das ist das, was wir im Alltag unter moralischen Urteilen eigentlich verstehen. Und der Objektivismus zeichnet im Grunde, was ich moralischen Objektivismus nenne, zeichnet im Grunde nur nach dieses Alltagsverständnis. Geht also davon aus, moralische Urteile drücken etwas aus, was wahr oder falsch sein kann. Und zwar Sollensurteile der Art, du sollst nicht töten, du sollst Hilfe leisten. Und sie sagen uns, dass wir in bestimmten Situationen bestimmte Sachen kategorisch zu tun verpflichtet sind. Ich möchte Ihnen heute gerne zeigen, dass solche Moralurteile, dass solches kategorisches Sollen ein hölzernes Eisen ist. Es hat schon immer Kritik am Objektivismus gegeben, insbesondere am moralischen Objektivismus. Die hat mich aber nicht überzeugt. Ich bin übrigens erst seit einem Jahr von einer Saula zu einer Paula geworden, dank der Beschäftigung mit der Praxeologie und dank den Auseinandersetzungen mit Herrn Cordoba. Die Kritik, die bisher geäußert wurde, hat mich nicht überzeugt, weil es schwache Argumente sind. Man hört sowas wie, ach, das sind aber komische Fakten, die da in moralischen Urteilen ausgedrückt werden müssten, sind metaphysisch sehr dunkel, was das sein soll, Fakten des etwas tun sollens. Oder man hört, es ist sehr schwer, wie man solche Fakten erkennen soll, denn wir brauchen dafür natürlich sowas wie eine Intuition, denn in der Welt finden wir ja die moralischen Fakten nicht vor. Und schließlich führt man auch noch ins Feld, dass es schwer ist zu verstehen, wie man von der Erkenntnis solcher Wahrheiten, wenn man sie denn hätte, zum Handeln kommen soll. Das ist alles, da ist an allem was dran, aber richtig streng und zwingend sind diese Argumente nicht. Ich dagegen, praxeologisch geschult, möchte einen begrifflichen Widerspruch nachweisen in den moralischen Urteilen, wenn man sie als kategorisches Sollen versteht. Die Position, die ich angreife, ist ja eine metaethische Position. Sie dreht sich darum, was die Bedeutung moralischer Urteile ist. Ich nehme nun aber einen Umweg über die normative Ethik. Das heißt, ich werde uns ein Beispiel vorlegen, in dem wir inhaltliche, materiale, moralische Intuitionen haben. Und ich werde diese Intuitionen deuten als direkte, objektivistische, wahrheitswertfähige Moralurteile. Das ist ein wohlwollendes Vorgehen gegenüber dem Objektivisten, denn der Objektivist muss sich ja daran messen lassen, ob es ihm gelingt, in seiner moralischen Theorie die vortheoretischen Intuitionen, die wir alle haben, auch einzuholen. Also werde ich von materialen, objektivistisch gedeuteten Moralurteilen sprechen. Mein Standardbeispiel wird sein das biblische Beispiel vom barmherzigen Samariter. Sie kennen es alle. Ein Alleinreisender kommt auf seinem Weg mit seinem Esel vorbei an einem, der auf der Straße liegt, schwer verwundet, offenbar lebensgefährlich verletzt. Räuber sind keine mehr zu sehen, er ist also nicht selbst bedroht. Andere mögliche Helfer sind aber auch nicht zu sehen. Und das ist eine Situation, in der wir hoffentlich alle das moralische Urteil haben, der sollte jetzt aber helfen. Der sollte dem Verletzten helfen. Das wäre seine moralische Pflicht. Und der Objektivist würde jetzt sagen, es ist nun wahr, dass der
kategorisch verpflichtet ist, zu helfen. Mein Weg zur Widerlegung des Objektivismus geht zuerst mal über zwei Variationen dieser Geschichte. Die erste Variation geht so: Wir stellen uns vor, dass der Samariter von Gesetzes wegen oder durch seine religiöse Gemeinschaft von Auspeitschung bedroht ist, wenn er einem Fremden hilft. Er muss damit rechnen, dass es rauskommt und dass er ausgepeitscht wird. Wenn wir uns jetzt vorstellen, eine Skala der Auspeitschung von einem leichten Klaps auf die Finger bis hin zu einer exzessiven Auspeitschung, die praktisch der Todesstrafe gleichkommt, dann werden wir merken, dass wir an dieser Skala entlanggehend die Intuition, dass er unbedingt helfen muss, immer mehr verlieren. Wenn sein eigenes Leben bedroht ist, spätestens da wird jeder sagen, ah nein, dann muss er natürlich nicht mehr helfen. Das ist soweit offensichtlich das Ergebnis. Also wir sehen daran, dass die moralischen Intuitionen offenbar basieren auf einer Art Abwägung dessen, was auf dem Spiel steht. Für den, der auf der Straße liegt, steht sein Leben auf dem Spiel. Wenn es für den Samariter gleichfalls auf dem Spiel steht, dann muten wir ihm nicht so viel zu, als wenn er nur ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld und seinen Esel hergeben muss dafür. Soweit ist hier überhaupt nichts zu sehen, wodurch sich der Objektivist bedroht fühlen könnte oder müsste. Es ist ja ganz selbstverständlich, dass unter besonderen Umständen besondere Regeln gelten, auch in der Moral. Jetzt kommt aber eine zweite Variation des Beispiels, nämlich wir nehmen jetzt an, dass dieser Samariter etwas seltsam gestrickt ist. Er empfindet nämlich Auspeitschung nicht als ein empfindliches Übel, sondern nur als eine lästige Behelligung. Wir können irgendwie in masochistische Richtungen denken. Es ist nicht so, dass er sich jetzt freuen würde, wenn er ausgepeitscht wird, aber es wäre für ihn nur eine kleine Unannehmlichkeit. Sobald wir das ernstlich denken von diesem Samariter, kippt unsere Intuition wieder zurück und wir merken, naja, wenn die Auspeitschung nur eine kleine Unannehmlichkeit ist, dann sollte er das schon auf sich nehmen. Kleine Unannehmlichkeiten nimmt man auf sich, um Leben zu retten. Die Tatsache, dass unsere Intuition jetzt einmal nach der Seite gekippt ist und einmal nach der, wirft jetzt Licht darauf, was in Wahrheit der Grund ist für unsere veränderte moralische Intuition. Denn die Auspeitschung war ja dieselbe. Und die Ausgaben an Zeit und Geld auch. Was also verantwortlich ist dafür, dass die moralische Intuition sich ändert, ist offensichtlich die Bewertung, die der Samariter dieser Auspeitschung entgegenbringt. Wir haben also die objektive Auspeitschung mit ihren objektiven medizinischen Folgen auf der einen Seite. Die legt offensichtlich nicht fest, dass die moralische Intuition kippt, dass er also nicht helfen muss, aber wenn er das als ein sehr empfindliches Übel empfindet, dann denken wir, wird die moralische Forderung gelockert. Wenn das für ihn überhaupt nicht schlimm ist, dann nicht. Ganz offensichtlich ist an dieser Stelle Subjektivität ins Spiel gekommen, nämlich die Einstellung, die unser Samariter zu der objektiven Strafe, die ihm droht, hat. Ich brauche Ökonomen nicht zu sagen, dass an dieser Stelle sich das Begriffspaar Preis versus Kosten aufdrängt. Der objektive Preis ist die Auspeitschung, die Kosten sind die subjektive Bewertung dieses Preises, also als wie schlimm unser Samariter das empfindet. Die einen, der objektive Preis hängt nicht von Einstellungen des Akteurs ab, die subjektiven Kosten hängen von Einstellungen des Akteurs ab. Der Objektivist und wir alle ziehen hoffentlich aus meinen beiden abgewandelten Beispielen die Lehre, dass unsere moralischen Intuitionen offensichtlich Rücksicht nehmen auf den subjektiven Kostenfaktor. Und zwar in der Weise, dass wenn von zwei Akteuren einer subjektiv höhere Kosten hat, die Moral ihm weniger abverlangt. Diese Position nenne ich moderaten Objektivismus und die werde ich als erstes widerlegen, aber erst nachdem ich etwas über den Kostenbegriff gesagt habe. Denn der Kostenbegriff ist das,
dessen Analyse das Fundament meiner Widerlegung sein soll. Als erstes ist zum Kostenbegriff zu sagen, dass jedes Tun negativ bewertet wird. Jedes Tun hat Kosten oder stellt Kosten dar, so sollte man besser sagen. Das kann man sich so klar machen. Wir haben es ja heute schon mehrfach gehört, man handelt nur, wenn man nicht mit allem rundum zufrieden ist. Es schwebt einem also ein besserer Zustand vor, der Zielzustand, ich nenne ihn auch das Gewollte. Und weil man diesen Zustand erreichen will, wird man überhaupt tätig. Man ergreift also im Tun das Mittel, um diesen Zielzustand zu erreichen. Da das Tun nichts anderes ist als ein Mittel und man das Tun nicht ergreifen würde, wenn der Zustand schon jetzt befriedigend wäre, sieht man daran, dass der Preis ein unwillkommener Aufwand ist, den man treiben muss, um das Ziel zu erreichen und also Kosten darstellt. Das heißt, negativ bewertet wird. Wir können das auch so sagen, dass es immer einen Preisvermeidungswunsch gibt. Die Intensität dieses Wunsches fühlt sich unterschiedlich an und variiert in ihrer Höhe. Nun verhält es sich so, dass wir offensichtlich häufig diesen Preisvermeidungswunsch überwinden können, denn immer wenn wir handeln, tragen wir ja die Kosten und zahlen den Preis. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir manchmal aus Kostengründen eine Handlung nicht ausführen. Wir hatten uns so vorgestellt, es wäre ganz schön, wenn, aber als wir dann gesehen haben, was wir da alles auf uns nehmen müssten, haben wir Abstand genommen. Das wäre der Fall, wo die Kosten zu hoch sind, wie wir dann sagen würden. Ein angemessener Begriff der Kosten müsste also die Adäquatheitsbedingung erfüllen, beides zu erklären oder wenigstens mit beidem vereinbar zu sein. Damit, dass die Kosten uns oft nicht zu hoch sind und wir sie tragen wollen oder tragen und auch damit, dass die Kosten manchmal aber zu hoch sind. Die nächstliegende Idee, wie man den Kostenbegriff fassen könnte, wäre, dass man den Preisvermeidungswunsch nimmt, der in der Intensität variiert und stellt sich vor, eine Kurve ansteigender Preisvermeidungsintensitätswünsche und irgendwo auf dieser Kurve liegt ein Schwellenwert. Und dann könnten wir sagen, alles, was unterhalb dieses Schwellenwertes liegt, ist so, dass die Kosten getragen werden. Alles, was oberhalb liegt, ist so, dass sie nicht mehr getragen werden. Das setzt natürlich Messbarkeit voraus und so. Mit dem allen will ich mich jetzt nicht beschäftigen. Ich glaube nicht, dass man es messen kann, aber es ist jetzt mal ein Versuch, einen Kostenbegriff zu entwickeln, der sich empfiehlt, da wir offensichtlich den Preis nicht sehr gerne zahlen. Was ist nicht okay mit diesem Kostenbegriff? Es müsste dann so sein, dass wir ab einer bestimmten, wenn der Kostenbegriff richtig wäre, dann müsste es so sein, dass wir ab einer bestimmten Kostenhöhe, wir nehmen mal an, wir könnten sie messen, sagen, schließen könnten, jetzt handelt er nicht mehr. Und das können wir eben niemals tun. Warum können wir das nicht? Ich mache es Ihnen an einem Beispiel vor. Es gibt nämlich eine ganz allgemeine Wahrheit. Mein Beispiel ist ein Gürtel. Nehmen Sie jemanden, der einen Gürtel trägt, sagen wir aus Eitelkeit, und der Gürtel ist eng und unbequem. Und dann zieht man ihn noch ein bisschen enger, damit man noch etwas schlanker erscheint, und dann wird der Gürtel noch unbequemer. Jetzt ist die Frage, gibt es irgendwo einen Punkt, einen objektiven Unbequemlichkeitsgrad, ab dem der Gürtel zu unbequem ist? Und die Antwort lautet, niemand kann ihn finden. Der Akteur, also unser Gürtelträger selbst, weiß es auch nicht. Erst in dem Moment, wo er ihn ablegt, wissen wir, jetzt war ihm der Gürtel zu eng. Das heißt, durch das Wollen, welches sich in Taten zeigt, wird festgelegt, ob die Kosten zu hoch sind. Nicht durch einen objektiv feststellbaren Schwellenwert, sondern durch das Wollen des Akteurs. Das gilt, und so kann man das auf den allgemeinen Nenner bringen, aus keiner beliebigen Ausprägung einer Eigenschaft F folgt, dass etwas zu F ist. Damit ist dieser erste Kostenbegriff erledigt. Wie intensiv auch immer man wünschen mag, einen Preis nicht zu zahlen, es kann doch sein, dass man ihn zahlt.
wenn die Sache es einem wert ist. Auf diesen Halbsatz werde ich später noch zurückkommen. Wir wissen ja, dass Menschen sogar Folter und Tod, und was könnte man sich Schlimmeres vorstellen, in Kauf nehmen, wenn ihnen die Sache das wert ist. Wir können also schließen, Wünsche sind mehr so etwas wie Staub an Schuhen, der uns von sich aus aber nicht am Gehen hindert, das auch gar nicht vermag. Damit sind wir auf den zweiten, den angemessenen Kostenbegriff verwiesen. Der erklärt eben, dass sich das Tun zwar vielleicht unangenehm anfühlt, dass aber die Frage, ob die Kosten zu hoch sind, einzig vom Wollen des Akteurs abhängt. Das impliziert, dass man auch immer erst ex post wissen kann, ob Kosten zu hoch waren oder nicht. Erst wenn er gehandelt hat oder nicht gehandelt hat. So viel zum Kostenbegriff. Jetzt kehre ich zurück zum moderaten Objektivismus. Nochmal die These des moderaten Objektivisten. Sind ceteris paribus die Kosten einer prima facie moralisch gebotenen Handlung für einen Akteur höher als für andere, dann ist er zu weniger Hilfeleistung verpflichtet. Denken Sie an den Samariter. Welchen der beiden Kostenbegriffe meint denn der Objektivist? Versuchen wir es zunächst mit dem angemessenen Kostenbegriff, den wir zuletzt entwickelt haben, der, in dem es keinen motivationswirksamen Schwellenwert gibt. Da ist es so, das Wollen, wie wir wissen, das Wollen entscheidet über die Handlungsrelevanz des Preisvermeidungswunsches. Die Wünsche sind ja nur Staub an den Schuhen. Ein relevanter Unterschied zwischen Peter und Paul kann sich dann nur ergeben, wenn der eine die Handlung tun will und der andere nicht. Also Peter will dem Verletzten helfen, Paul will ihm nicht helfen. Und wir müssten dann denken, die Moral nimmt Rücksicht darauf, ob der das tun will oder nicht tun will. Das ist natürlich vollkommen unplausibel, denn dann wird ja jemand von der moralischen Verpflichtung freigesprochen, der einfach keine Lust hat zu helfen, der es nicht will und nicht tut. Der wäre dann auch nicht verpflichtet. Das können wir überhaupt nicht akzeptieren. Und deshalb wird sich an der Stelle der Objektivist dem zweiten Kostenbegriff zuwenden, auch wenn er schon halb und halb widerlegt ist. Und er wird versuchen zu sagen, na gut, wir nehmen doch eine Art Schwellenwert an. Wenn die Preisvermeidungswünsche sehr intensiv sind, dann kommt man erstens über die Schwelle, wo man nicht mehr zu handeln bereit ist, aber man kommt dann auch über die Schwelle, wo die Moral etwas von einem verlangt. Und dann kann man sich vorstellen, dass zwei Akteure unterschiedliche Schwellen haben und die Moral sagt, na gut, wenn es dir so schwer fällt, dann musst du nicht. Dieser Ansatz scheitert an einem ähnlichen Argument wie der erste. Es ist ja ein Faktum, dass Menschen sich darin unterscheiden, wie mitleidig sie sind, wie viel Nächstenliebe sie haben, wie sehr sie am Wohlergehen ihrer Mitmenschen interessiert sind. Und wenn jemand nun ein gutes Herz hat und am Wohlergehen seiner Mitmenschen interessiert ist, dann fällt es ihm natürlich leichter, ihnen Opfer zu bringen und ihnen beizuspringen, wenn sie in Not sind. Und wir würden also, wenn die Moral darauf Rücksicht nähme, hätten wir wieder dasselbe Problem wie vorhin. Die Moral würde dann dem guten Esel doppelt aufladen. Und wer kaltherzig und egoistisch wäre, der würde damit belohnt, dass die Pflichten gleich ermäßigt werden. Das alles ist total kontraintuitiv und das sieht jetzt der Objektivist und er tut Buße, kehrt um und sagt, ich hätte von Anfang an der Intuition nicht trauen dürfen, wonach die Moral irgendwie Abschläge zugesteht, wenn die Kosten sehr hoch sind. Also unser Objektivist muss zurück auf Los. Und jetzt bleibt ihm nur noch eins, er muss zu einem Rigorismus kantischer Machart greifen. Das ist die Position, nach der die Moral keinerlei Rücksicht nimmt auf irgendwelche Einstellungen der Akteure, weder auf ihr Wünschen noch auf ihr Wollen,
noch auf sonst irgendetwas, sondern wenn die Moral etwas gebietet, dann gebietet sie unnachlasslich. Mit anderen Worten, koste es, was es wolle. Auf den ersten Blick scheint das überhaupt kein Problem aufzuwerfen, denn ich habe ja gerade eben gesagt, dass es keinen Preisvermeidungswunsch gibt, der so hoch wäre, dass er nicht überwunden werden könnte. Das Wollen kann sich darüber hinwegsetzen. Das meine ich auch immer noch, aber es gab vorhin einen Nachsatz. Man kann diese Preisvermeidungswünsche überrollen, sagen wir mal, wenn die Sache es einem wert ist. Das ist allerdings die Bedingung, die auch tatsächlich gestellt wird. Sonst macht man das nicht. Nur wenn es um etwas geht, was einem sehr wichtig ist, wenn man es will. Nun ist der Begriff des Handelns so konzipiert, dass jemand nur handelt, wenn er will. Herr Cordova hat es uns noch mal gezeigt. Und wollen tut er nur dann, wenn er sich alles in allem einen Gewinn verspricht. Das heißt, wenn er den Zustand, den er erreicht, nachdem er gehandelt hat, den er sich vorstellt zu erreichen, wenn er den Zustand bei gezahlten Kosten höher bewertet als den Zustand, nicht handeln zu müssen, die Kosten einzusparen, aber auch das Ziel nicht zu erreichen, es aufzugeben. Und umgekehrt, er wird eben nicht handeln, wenn er alles in allem findet, die Kosten sind so hoch, dass der anvisierte Zielzustand es mir nicht wert ist. Beim moralischen Handeln ist das nicht anders, wie bei allem anderen Handeln auch. Der Endzustand, den man vor Augen hat, wenn man moralisch handelt, ist natürlich der, dass man das moralisch Richtige getan hat. Wenn man moralisch handelt, dann handelt man genau, um das zu erreichen, dass man hinterher das moralisch Richtige getan hat und das auch von sich weiß. Man wird nur moralisch handeln, wenn das einem den Preis wert ist. Also unser Samariter wird nur dann moralisch handeln, wenn er lieber seine Zeit, sein Geld, seinen Esel dran gibt und die Auspeitschung auf sich nimmt, sich dafür dann sagen kann, dass er das moralisch Richtige getan hat, als all die Kosten einzusparen und dafür aber auch nicht geholfen zu haben und nicht das moralisch Richtige getan zu haben. Die Forderung, etwas zu tun, koste es, was es wolle, ist natürlich die Forderung, es auch dann zu tun, wenn man diesen Endzustand, das moralisch Richtige getan zu haben, gar nicht höher schätzt als das Zahlen der Kosten. Wie wir jetzt gesehen haben, wäre das aber gar kein Wollen. Wenn man die Kosten trägt, ohne zu wollen, also ohne den Endzustand wirklich zu wollen, dann liegt überhaupt kein Handeln vor. Das ist dann mehr so wie ein Hypnotisierter, der einfach drauf losmachen muss und keine Wahl hat im Grunde genommen. Ein Tun ohne Wollen ist kein Handeln. Rigoristisch gedeutete Moralurteile fordern also, dass man etwas tut, koste es, was es wolle. Und das heißt, dass man es auch dann tut, wenn man den Endzustand, das moralisch Richtige getan zu haben, überhaupt nicht vorzieht. Und sie fordern also mithin, wie wir gesehen haben, jetzt den Akteur auf zu einem Tun, das überhaupt kein Handeln ist. Das ist ein Problem, denn die rigoristische Moral wendet sich natürlich wie alle Moral an den Akteur. Sie will ja, dass da jemand bewusst und willentlich handelt. An den Akteur aber gerade kann sie sich nicht adressieren, wenn sie gebietet, etwas ohne Rücksicht auf die Kosten zu tun. Denn Kostensensitivität ist nun eben das, was Menschen auszeichnet, was, wenn sie und sofern sie Akteure sind. Kurzum, die rigoristische Moral, wenn sie fordert, handle, koste es, was es wolle, fordert praktisch, handle ohne ein Akteur zu sein, handle ohne zu handeln. Das ist der Widerspruch, den ich Ihnen am Anfang versprochen habe. Kant hält sich ja ziemlich viel darauf zugute, dass er die Unnachlasslichkeit seines kategorischen Imperativs a priori fundiert hat. Dann darf ich mir sicher jetzt auch etwas darauf zugute halten, dass ich die Widerlegung a priori
fundiert habe, nämlich auf begrifflichen Wahrheiten, an denen dann halt auch nicht zu rütteln ist. Ich komme zum Schluss. Kategorisch gebietende Moral ist ein Ding der Unmöglichkeit. Damit ist der Objektivismus in jeder Variante gescheitert. Die Schlussfolgerung ist, Moral ist Menschenwerk und sie muss ohne den Glorienschein subjektunabhängiger Wahrheit auskommen. Hinkünftig, ab sofort. Was drücken denn die moralischen Urteile aus, wenn ich recht habe? Sie drücken in erster Linie ein fremdes Wollen aus. Das Wollen von Leuten, die wollen, dass wir die und die Regel einhalten, die diese Regel in Geltung sehen wollen. Und in zweiter Linie drücken sie dann natürlich auch ein hypothetisches Sollen aus, nämlich, du solltest das machen, wenn du von denen nicht mit Sanktionen belegt werden willst. Diese Position heißt in der Metaethik Non-Kognitivismus oder auch Subjektivismus und sie ist keineswegs neu. Nur ohne eine tragfähige Widerlegung des Objektivismus war sie nichts anderes als ein eigenwilliger Versuch besserwisserischer Philosophen, dem Alltagsmenschen einen gut etablierten und liebgewonnenen Gebrauch moralischer Begriffe zu entwinden. Ich hoffe, dass diese Position jetzt mehr ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde mein Bestes geben, natürlich. Auch wenn es mir natürlich ein bisschen wie dem Eduard geht, ich bin ja fachfremd. Ja. Ich bin ja philosophisch ja, unbeleckt. Also ich habe das alles, was ich so aufgeschnappt. Und deswegen kann ich mich dem ganzen Thema, was Sie da vorgestellt haben, zum einen nur aus der ökonomischen Warte erstmal nähern. Und alles andere muss als philosophisches Laienstatement gewertet werden. Ja? Aber ich will trotzdem beides versuchen. Okay? Zunächst zu den ökonomischen Dingen. An einer Stelle sagen Sie, dass sich das Begriffspaar Preis und Kosten aufdrängt. Und Sie haben dann auch, stellen dann auch klar, was Sie unter diesen beiden Begriffen verstehen. Nur ist es allerdings so, dass wenn ich die Begriffe Preis und Kosten lese, dann verstehe ich etwas anderes. Ja? Und deswegen weiß ich nicht, wie gut die Begriffe an dieser Stelle gewählt sind. Also wenn ich an einen Preis denke, ja, dann denke ich an ein Austauschverhältnis zweier Güter. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Preis eines Apfels, ja, ist 1 Euro pro Apfel, das ist ein Quotient. Ja. Und ich würde nicht sagen, der Preis ist 1 Euro, den ich hergebe, sondern es ist tatsächlich ein Austauschverhältnis, an das ich denken würde. Und insofern wäre eigentlich in dem Samariterfall der Preis in meinen Augen das helfen dürfen, sag ich mal, helfen dürfen und dafür die Auspeitschung in Kauf nehmend. Ja, also das ist sozusagen das Austauschverhältnis, was er sozusagen dann eingeht. Auf der einen Seite hilft er und demgegenüber gibt er sich seinen Körper hin, um sozusagen ausgepeitscht werden zu dürfen. Also hier weiß ich nicht, inwiefern Preis das richtige Wort ist. Also ich weiß schon, was Sie meinen, aber ich habe ein anderes Verständnis von Preis. Und das Ähnliche ist bei den Kosten. Ich würde eben nicht sagen, dass Kosten immer nur subjektiv sind. Ja, auch da würde ich zum Beispiel sagen, da unterscheiden wir eben zwischen, also wir Ökonomen zwischen eben monetären, expliziten Kosten und Opportunitätskosten. Letztere sind subjektiv und schließen alles Mögliche ein, ja, was eben sozusagen dann auch nicht getan werden kann und alles, was man sonst noch aufgibt, nicht monetär. Und Kosten können aber durchaus explizit sein, wie sie sich zum Beispiel dann auch in Gewinn- und Verlustrechnungen eben niederschlagen und so weiter. Also da bin ich ein bisschen, sag ich mal, noch nicht ganz im Reinen mit der Terminologie, aber das ändert nichts an der Substanz. Ja. Das Zweite,
auf der Folgeseite fällt der Satz, intersubjektive Vergleiche von Wünschen sind also problematisch. Das ist zu schwach. Ich würde sagen, unmöglich. Ja? Und ich würde auch das Gleiche, auch im Folgeabsatz, da geht es dann um die Intensität der Wünsche, da sagen Sie auch, Kardinalzahlen hier zuzuordnen, ist ebenfalls problematisch. Würde ich viel rigoroser sagen, unmöglich. Ja, also da kann man, muss man sich auch nicht verstecken, nur weil manche Leute meinen, dass es geht. Ja. Okay. Ansonsten, ich mit Ihren Ausführungen zur Praxeologie bin ich voll auf einverstanden. Da gibt es ein paar gute Punkte, die ich sehr gut teile. Auch die Tatsache zum Beispiel, dass sich dieses Wollen eigentlich nur im Handeln manifestiert und dass auch sozusagen immer diese Wertdifferenz zwischen dem Gewollten und dem Hergegebenen, die thematisieren Sie ja auch. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, wie Sie vielleicht wissen. Deswegen bin ich da ganz dankbar, wenn ich solche Sachen lese. So, und zum Substanziellen. Ist ja interessant, ja. Also wir sagen also, dass sozusagen die objektive Moralität, also dass die Moralität keine Objektivität annehmen kann und so. Das ist und ich frage mich aber, und das habe ich vielleicht nicht ganz richtig verstanden, in welcher Hinsicht das gemeint ist. Denn selbst bei Kant, und ich weiß, es gibt ja einige Leute, die Kant kritisch sehen, das habe ich verstanden inzwischen, ja. Aber Kant war ja auch jemand, wenn ich das richtig weiß, ja, der auch immer den freien Willen hervorgehoben hat und der gesagt hat, wir dürfen trotzdem frei entscheiden. Und ich weiß nicht, ob der moralische oder der kategorische Imperativ so zu verstehen ist, dass wir uns nicht dagegen entscheiden könnten, ja, sondern im Gegenteil. Ich glaube, er hätte das so gesehen, dass wir sagen, ja, das ist ein kategorischer Imperativ und so solltest du das tun. Das heißt aber nicht, dass du es machen musst oder dazu gezwungen werden kannst, sondern im Gegenteil. Du hast völlig immer noch frei die Wahl. So, und deswegen komme ich an diesen letzten Knackpunkt, ja, wo ich sagen würde, okay, wenn Sie sagen, also wenn ich sozusagen ein Wollen, was gegen die Moral spricht, tatsächlich umsetze, dann wäre das kein Handeln mehr. Habe ich das falsch verstanden? Ja, dann sage ich es nochmal. Wenn der Samariter zum Beispiel jetzt einfach weitergeht, dann handelt er natürlich. Er verfolgt nämlich das Ziel, das er ursprünglich hatte. Er wollte auf ein Fest und da geht er hin. Mhm. Und er unterlässt es zu helfen und das ist auch eine Handlung. Ja, absolut, ja. Das sind prima feine Handlungen. Was ich gesagt habe, ist die Forderung, du sollst helfen, auch wenn dir das Ziel gar nicht diese Kosten wert ist. Ja, das ist eine unsinnige Forderung, weil sie darauf hinausläuft, du sollst handeln, ohne zu wollen. Genau. Also das auch sehe ich. Zu wollen, helfen zu wollen, heißt, es ist mir mehr wert, dem geholfen zu haben, als die Kosten zu tragen. Wenn es mir nun aber nicht mehr wert ist, dann verlangt die Moral von mir trotzdem, es zu tun. Genau so ist das. Und das ist eine Forderung, die gegen die Akteursnatur verstößt, weil der Akteur immer kostensensitiv ist und das heißt, er tut etwas nur dann, wenn das Ziel ihm die Kosten wert ist. Genau. Und man kann von niemandem verlangen, dass er handelt und dann aber etwas tut, was ihm die Kosten nicht wert ist. Das würde er niemals tun, weil dann würde er nämlich nicht handeln. So ist es. Und die Moral verlangt es aber von ihm. Genau. Das geht nicht. Genau. Und deswegen werden wir diesen Fall auch niemals sehen. So ist es. Wir werden ihn niemals beobachten können, nein, weil wir sozusagen das Wollen ja auch immer nur ex post rückschließen können aus der Tatsache, dass jemand gehandelt hat. Was ich kritisiert habe, ist nicht, was vorkommt in der Welt. Ich habe den Sinn des moralischen Urteils kritisiert. Genau, okay. Gut, so muss man das dann auch verstehen. Vielleicht hat uns das geholfen, das für uns beide, also für mich zumindest mal herauszuarbeiten. Jedenfalls, so würde ich dann der Sache auch zustimmen. Und im Endeffekt sind wir dann sozusagen an dem Punkt, wo wir sagen, wo es kann nicht sinnhaft moralisiert werden an dieser Stelle. Ich möchte aber trotzdem die Frage stellen, ob uns das denn jetzt sozusagen
Und das ist eigentlich mehr eine Frage, also als ein Kommentar, ob uns das denn jeglicher Moral jetzt plötzlich entblößt. Können wir denn jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, dass Stehlen schlecht ist? Das gebe ich noch gerne an Sie zurück. Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit für die Diskussion. Es waren ja noch ganz konkrete Fragen von Herrn Hagedorn. Darf ich die zuerst? Mal den Anfang. Ich mache es dann, so schnell ich nur kann. Ich fange bei dem an, was ich für das Wichtigste halte, ob jetzt alle Moral weg ist. Wir können, also was wirklich weg ist, und das ist auch der Grund, wieso ich all die Jahre bis, wie gesagt, letzten Sommer an der objektivistischen Moral festgehalten habe. Eines ist weg. Wir können jetzt nicht mehr sagen, es ist objektiv verwerflich, kleine Kinder am Spieß zu braten. Wir können nicht mehr sagen, es ist eine Wahrheit, dass man das nicht tun darf. Das macht eine objektive Wahrheit. Ja, alle Wahrheit ist objektiv. Es macht keinen Sinn, es ist ein unsinniges Urteil. Damit muss man leben, das ist für mich hart, aber es ist so. Wir können immer noch sagen, dass es schlecht ist, das ist ein Werturteil und wir drücken damit ein Wollen aus. Wir können auch immer noch sagen, in unserer Gesellschaft beurteilen das alle so und bei uns gilt die und die Regel. Das ist auch eine objektive Wahrheit. Aber die objektive Wahrheit, dass in unserer Gesellschaft irgendeine Regel gilt, ist natürlich nicht die objektive moralische Wahrheit. Ja, wenn in unserer Gesellschaft alle kleine Kinder am Spieß braten, das war früher immer mein Argument, dann wollte ich bitte schon trotzdem sagen können, dass das immer noch falsch ist, auch wenn sich alle einig sind. Das können wir jetzt nicht mehr sagen. Wir drücken mit solchen Urteilen, dass das schlecht ist, ein Wollen aus. Es hat aber auch einen Vorteil. Wir können jetzt nicht mehr sagen, sieh doch ein, wie es wirklich ist. Sieh doch die objektive Wahrheit. Sondern wir müssen uns klar machen, wenn wir Moral an die Leute hinbringen wollen, dann haben wir sie zu locken. Wir haben nicht mehr als unser Wollen und wir müssen dann die motivierenden Wege gehen. Wir können nicht mehr auf irgendwelchen Erkenntniswegen pochen und ich glaube, das ist eigentlich letztlich nicht verfehlt, diesen Weg zu gehen. Ganz davon abgesehen, dass die objektivistische Moral, darüber habe ich heute nicht gesprochen, dass die objektivistische Moral natürlich darauf angewiesen ist, einen Motivationsmechanismus zu errichten, der einen bereit macht, alles zu tun, was die Moral gebietet. Und der Motivationsmechanismus ist natürlich die Angstmacherei. Angst vor der Hölle, Angst vor Verlust der Selbstachtung, Angst vor Verlust der Liebe der Mama und so weiter. Also das ist alles gar nicht schön, auf was der Objektivist da angewiesen ist. Und wir bleiben dabei, wir dürfen alle moralischen Urteile weiterhin äußern. Aber wir müssen uns klar machen, das ist jetzt einfach unser Wollen. Also die Moral ist nicht weg. Sie bleibt natürlich als kulturelle Gepflogenheit und als etwas, was wir zu tradieren bemüht sind. Und das werden wir am besten tradieren, indem wir unseren Kindern Haltungen vermitteln. Zum Beispiel zu dem, was ein Wollen, also das ist jetzt natürlich Psychologie, zu dem, was ein gutes Wollen hervorbringt, gehört Vorbildlernen. Ist dasselbe. Nehme ich, Herr Cordoba, nehme ich gern. Jetzt noch 2 konkrete Fragen, die Sie gestellt haben. Intersubjektive Vergleichen seien nicht nur problematisch, sondern unmöglich. Ich habe den ganzen Teil heute weggelassen, wo ich in meinem Paper dargelegt hatte, dass das mit dem Messen von Wünschen ein Problem ist. Ich gebe Ihnen in allem gerne recht. Das war ein Entgegenkommen. Ich wollte die Position des Gegenspielers, der sagt, ja, aber Wünsche kann man doch messen und dann gibt es doch auch einen Schwellenwert. Die wollte ich salonfähig machen, dafür musste ich die Messbarkeit einräumen. Wenn die Messbarkeit nicht besteht, umso besser für mich. Zu Ihrem Problem mit den Begriffen Preis und Kosten. Ich habe keine besonderen Vorlieben, was die Wörter angeht. Mir ist allerdings wichtig, dass man die Verbindung zur Praxeologie sieht. Und Mises, Sie hatten doch so deutlich an Mises angeknüpft. Mises wusste auch, wenn ich ein Bier möchte und das ist im Kühlschrank, dann muss ich für den Genuss, den Preis zahlen, zum Kühlschrank zu gehen.
Er hat es auch Tausch genannt. Man kann das problematisch finden, wenn Sie es nicht mögen, lassen Sie es. Aber es gibt dann eine Kontinuität. Ich gebe meine Energie hin, ich nehme es auf mich, zum Kühlschrank zu gehen. Dann habe ich dafür auch etwas, nämlich den Genuss des Biers. Und die 2 Euro gebe ich hin im Tausch, das ist dasselbe. Ich gebe sie hin und dafür kriege ich etwas anderes. Praxeologisch gesehen ist der Unterschied minimal und deshalb finde ich, es ist erhellend, hier von Preis und Kosten zu sprechen. Aber wenn Sie die Wörter nicht mögen, ist mir auch egal. Bevor wir zum Kaffee übergehen, noch 2 kurze Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ist es klar, dass wir nicht erschöpfend... Ja, aber ich war ganz schnell heute. Wir haben noch 7 Minuten. Ja, 4 Minuten. 7. Wir steigen jetzt in die Psychologie ein an dieser Stelle. Wenn ich Kindern zum Beispiel vermittle, dass es ein Ideal ist, zu sein wie, sagen wir, wie Mutter Teresa oder so etwas, dann haben sie unter Umständen das Ziel, so zu sein. Das ist ihnen dann wichtig, das ist ihnen dann am Herzen gelegen und sie machen dann bestimmte Handlungen, die genauso aussehen wie das pflichtgemäße Handeln bei Kant. Sie machen es dann, um so zu sein wie ihr Ideal. Dann haben sie ein anderes Ziel. Ihr Ziel ist dann nicht, das moralisch Richtige so zu tun, sondern das zu tun, was sie positiv bewerten. Und das ist der gute Weg, also ich, menschlich gesprochen, ist das der gute Weg, den ich empfehle, im Unterschied zu dem schlechten Weg, der geht eben so, ich will es nicht, nichts spricht dafür, ich habe keine Lust, aber da ist die Pflicht. Und jetzt muss ich bibbern und zittern, weil ich mich im Spiegel nicht mehr angucken könnte, wenn ich meine Pflicht nicht tue. Da habe ich so ein leeres, ich muss einfach meine Pflicht tun, weil meine Selbstachtung bedroht ist. Das ist dann in Wirklichkeit das Motiv. Und deshalb bin ich bereit, alles zu tun, was ich als moralisch richtig einsehe. Das ist eine andere Art von Motivation, als wenn ich etwas tue, weil ich es positiv bewerte. Ja, ich habe mich gerade wirklich verrechnet und wir haben tatsächlich eine Frage. Falls keine Frage ist, nehme ich mal die Freiheit, selber auch mal Gedanken zu machen, die in Linie zu stellen mit dem, was wir heute zur Subjektivität gehört haben. Was vielleicht für die Ökonomen unter Ihnen nicht leicht zu sehen ist. Is it okay if I do this in German? Okay, I'll tell you later on. Ist, dass Frau Kuchners Nachweis, dass es keine objektive Fundierung für moralische Ansprüche geben kann, von einer Unterscheidung lebt, die zu Recht getroffen werden muss, die Ökonomen aber gerne unterspezifizieren. Und zwar mit dem Begriff, den Sie uns vorhin angegeben haben, Preferences. Aus praxeologischer Sicht muss man einen scharfen Unterschied machen zwischen Wollen und Wünschen. Diesen Unterschied machen wir in allen Sprachen, wir machen ihn auch in der Praxis immer. Ich mache das jetzt nur mit einem Wort, damit Sie ein bisschen ankommen.
The primitive sign of wanting is trying to get. Also das Wollen zeigt sich daran, dass wir dafür Mittel haben. Das Wünschen kann fromm sein. Was wünschte ich mir, dass mich Israelis und Palästinenser durchaus will? Aber sehen Sie mich irgendein Mittel ergreifen? Die Ökonomen tun das in einem großen Bottich, den nennen sie Preferences. Da sind manche Dinge drin, die handlungsrelevant sind, Wantings, und ganz viele Wishes. Und wenn wir Rainer Zelten heißen und noch andere schöne Namen haben, dann machen wir es auch noch statistisch und nennen das sozusagen, geben wir noch so einen Kader zu, auch einen, ja, statistisch ausgewählt und dann haben wir sozusagen Preferences. Das Problem mit diesen Preferences ist, das ist ein Mixed Bag, a ragbag way of defining motivation. Sie haben manche Elemente darin, die analytisch notwendig sind zum Handeln und manche, die bestenfalls kontingenterweise im Handeln aufscheinen, wenn gar keine entscheidende Rolle spielen. Der Widerspruch mit Frau Huster herausgearbeitet ist, von einem Akteur zu verlangen, dass er nicht will, was er tut. Als Handeln kein Widerspruch bestünde, wenn darauf abgerufen würde, dass ein Akteur nicht wünschen soll, was er tut als ein Handeln. Frau Huster hat also vollkommen recht, aber Sie werden diesen Punkt übersehen, wenn Sie einen unterspezifizierten Begriff von Preference verwenden, der genau den kategorialen Unterschied zwischen Wünschen und Wollen verschleiert. Ja, also für denjenigen, der sozusagen diese Feinheit nicht gemacht hat, für den ist Ihr Beweis gar nicht sichtbar gewesen. Aber nochmal, der Beweis war ein Beweis. Sie werden das sozusagen nur mit nach Hause nehmen können, wenn Sie Wollen scharf und Wünschen unterscheiden. Was hat sozusagen Frau Huster damit gezeigt? Es gibt keine objektive Fundierung von moralischer Ansprüche, sondern nur eine subjektive Fundierung, denn moralische Ansprüche sind in unserem Wollen verbunden. Der Beitrag steht damit in einer Reihe mit dem von Herrn Huster, der sozusagen jetzt, als die Frage von Naturrecht aufkam, gesagt hat, für die normativen Forderungen, die wir aus dem Naturrecht ableiten, gibt es auch nur eine subjektive Fundierung. Ja, Locke dachte, die Fundierung ist eine in einem besonderen Subjekt, Gott. Ja, aber auch das ist sozusagen immer noch eine subjektive Fundierung, weil die Fundierung in Einstellung. Ja, wir haben also dasselbe Phänomen. Insofern gab es eine Frage, vielleicht nur die Verwicklung darauf, dass man die Schärfe dieses Beweises nur dann sieht, wenn man, das sollte man als Ökonom nicht tun, wenn es um die Erklärung von Handeln geht, wenn man nicht einen unspezifischen Begriff von Preferences verwendet, der statistisch gleich hinten abfällt. Aber ob er das Handeln des Individuums erklären kann, nur eher schlecht als recht und vielleicht zufälligerweise trifft. Ja, vielen Dank. Herr Kurz, ganz kurze Verteidigung der Ökonomen sagen, wir brauchen den Präferenzbegriff nur, um eine Anordnung von Zielen zu erklären. Und genau die gibt es. Anordnung gibt es für Wünsche, aber nicht für Wünsche. Okay, aber nur um es sozusagen zu erklären, wie da die Logik läuft. Ja, klar. Das, was so reine Wünsche sind, wo man keine Mittel einsetzt, das sind dann eben solche Ziele, die so einen Mitteleinsatz bedürfen, dass sie da nicht gemacht werden. Ja, es geht darum, relevante Alternative geht da, würden Ökonomen ihre Präferenz darstellen. Und die müssen nicht metrisch nennen. Ja? Bitte. Das klang jetzt mehrfach an, das haben wir doch aber auch in freien Wegen gesetzt. Das ist in der Tat so. Kant stellt sich eben vor, oder er würde sagen, was, das ist mir jetzt nicht wert, das moralische Schicksal getan haben. Ist mir jetzt diese Kosten nicht wert? Das sind nicht aber allerhand. Es sollte es mir wert sein. Was da hintersteckt, ist eigentlich der Befehl, wollen. Das ist ein sinnloser Befehl. So hätte ich das Ergebnis auch aufzunehmen. Wir kennen eigentlich nur Befehle, tun. Öffnen das Fenster. Und wenn wir einen solchen Befehl äußern, dann verlassen wir uns darauf, dass der Akteur irgendeinen Grund hat, uns zu folgen. Es ist ihm das wert, weil er sonst noch ein Flügel bekommt. Oder weil er eben die Autorität sind, der es sich folgen kann. Wir setzen also auf ein Wollen, das unabhängig ist von diesem Imperativ. Und Kant möchte in den Buchen einerseits essen und andererseits behalten. Er möchte sagen, du sollst das heimlich wollen. Und wenn wir dann aber sagen, ja, das ist mir nicht wert, dann sagen wir, das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht.
An dieser Stelle muss ich leider einweisen, I have to intervene. This is a topic I could talk about for ages and about Fußball can talk also. Double ages, so let's grab a coffee and prepare for our last talk by your own. I know we're all more or less suffering from fatigue, but this conference will be soon be over. We will have the last talk in about 5 minutes. Thank you very much.